Birke Bolt-Bischoff, Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, das System der dualen Ausbildung, der Berufsausbildung hierzulande ist eine Stärke. Allerdings das mit der Integrationskraft sehe ich ein kleines bisschen kritischer, liebe Jasmin, weil die soziale Herkunft von jungen Menschen entscheidet auch in der beruflichen Bildung sehr oft und maßgeblich über den Bildungserfolg. Und das ist im Wortsinn ein Armutszeugnis. Zu viele junge Menschen werden in Warteschleifen und Sonderstrukturen verwiesen, zum Beispiel junge Menschen mit Hauptschulabschluss oder ohne Schulabschluss durch die Praxis der Ausbildungsreife in der Bundesagentur für Arbeit. Lernorte mit einem hohen sozialen Image sind relativ gut ausgerüstet, beispielsweise die überbetriebliche Ausbildung, ausgerüstet mit öffentlicher Aufmerksamkeit, ausgerüstet mit digitaler Infrastruktur. Und dort, wo junge Menschen lernen, die eben nicht auf der Sonnenseite des Lebens unterwegs sind, da herrscht oft Mangel, zum Beispiel in der außerbetrieblichen Ausbildung, in der Jugendberufshilfe, im Übergangssystem. Und genau deshalb war für uns und ist für uns als Linke das einer unserer Schwerpunkte. Wir brauchen mehr Ausbildungsgerechtigkeit, wir brauchen mehr inklusive Angebote und Strukturen statt Warteschleifen und Sondersysteme. Und deshalb fordern wir eine Ausbildungsgarantie, da sind wir eins und da bin ich auch sehr froh drüber, eine Ausbildungsgarantie für alle jungen Leute. Wir brauchen eine Reform des Übergangssystems. Alle junge Leute, die dort ihre Ausbildung absolvieren, müssen wenigstens die Chance haben, ihren Schulabschluss zu verbessern und müssen wenigstens die Chance haben, mindestens 50% von betrieblicher Praxis zu profitieren. Es muss nicht nur mehr Geld ins System, liebe Kolleginnen und Kollegen, es muss auch gerechter verteilt werden. Auch, oder man kann sagen, gerade in der Jugendberufshilfe ist auch digitale Ausrüstung notwendig. Und wir brauchen das Recht für jeden Azubi, für jede Schülerin und Schüler auf einen Laptop, auf Drucker und Verbrauchsmittelmaterial. Das Ziel muss immer eine vollqualifizierende Ausbildung sein. Und deswegen gehören Unterstützungssysteme, mehr Zeit, mehr sozialpädagogische Hilfen, mehr Flexibilität in das sogenannte Regelsystem, in die duale und die schulische Ausbildung. Ich will noch ein Problem aufrufen, was uns nun über mehrere Jahre beschäftigt hat und sehr viel wert ist. Wer Erzieherin werden möchte, Logopädin oder Ergotherapeutin, der kriegt oft oder die meistens keine vernünftige Ausbildungsvergütung. Und genau das ist der Grund, weshalb viele junge Leute, das habe ich gerade im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt wieder erlebt, diese Ausbildung leider abwählen. Dabei brauchen wir sie. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Wir brauchen auch für die schulische Ausbildung den Ausschluss von Schulgeld, das Recht auf Ausbildungsvergütung. Und das geht mit einem Bundesgesetz. Wir wollen es gerecht machen. Und genau das kann man und muss man bundesgesetzlich regeln. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Die Kollegin Beate Walter.